So, und wo will der jetzt hier seinen Baum anzünden? Ja? Oh. Oh, schön. Er sieht nicht ganz so aus wie auf den Bildern in den Märchenbüchern, aber er sieht genauso aus wie in meinen Träumen. Vielen, vielen Dank. So schön hätte ich ihn mir selbst in meinen Träumen nicht vorstellen können. Ich bin so glücklich. Glücklich, hurra. Gehört? Sie hat glücklich gesagt. Heute ist glücklich. Ich hab's geschafft. Ich hab heute zum Lächeln gebracht. Aber einmal reicht mir nicht. Oh nein, ich werde nicht ruhen, bis heute nochmal so lächelt. Dann nochmal. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich laufe zurück und spiele wieder im Ensemble zügellos. Ja, nimm das als Belohnung. Maxi-Edeltrüffel. So. Jetzt ist er die Suche des Flötenspielers. Ja, und ich muss die da wieder hinfahren. Okidoki. Hallo, Kollege. So spät noch bei der Arbeit? Ich bin beeindruckt von deinem Ehrgeiz als Reporter. Immerhin hast du keine Flügel und der Weg hierher ist lang. Du hast es sicher schon gehört. In der Nähe dieses Stalls will jemand die Stimme von Prinzessin Zelda gehört haben. Ich bin gleich hergeflogen, als ich die kleinen Vögel davon zwitschern hörte. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Ich habe herausgefunden, dass die Stimme in der Arafla-Ebene im Nordwesten bei Einbruch der Nacht zu hören ist. Ekt-effen-ite. So soll es geklungen haben. Eine Art Zauberspruch oder Fluch. Oh je, da sträubt sich einem ja die Federn. Und er erzählt weiter, dass alle Reisenden, die die Stimme hörten, vor Angst ihre Waffen wegwarfen und davonliefen. Aber das... Ob das wirklich die Stimme von Prinzessin Zelda ist? Wenn ja, was geht da vor? Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Dabei bleibt wohl nur, dass wir der Angelegenheit selbst auf den Grund gehen. Eine schaurige Stimme. Übrigens, Kollege, du bist doch schon ein bisschen ein Angsthase, oder? Was mit mir ist? Nun ja, ein bisschen Angst habe ich schon. Aber nur ein klein bisschen. Deshalb finde ich, dass wir diesmal gemeinsam arbeiten sollten, anstatt alleine. Sag Bescheid, wenn du sprechen willst, aber nicht schreien. In Ordnung? Okidoki, und der möchte doch bestimmt. Ja, ich hab's befürchtet. So, das hier. Nehmen wir den nicht einfach. Ja, Stück für Stück. Oh, der rollt uns wahrscheinlich runter, oder? Das sollte doch. Ja, wir können mit dem anderen Pferd. Also jetzt mit Epona geht das leider nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Mit anderen Pferden könnten wir ihn rein theoretisch einfach mit einem Pferdekarren auch irgendwo raufpacken. Aber es funktioniert mit Epona leider nicht. Ah, da bist du ja. So, nochmal zwei Krocksamen. Nice. Ich weiß nicht, welches Pferd das ist. Und ich befürchte, dass das Pferd auch wegläuft, wenn wir uns einfach so nähern. Deswegen
kletter ich jetzt einfach mal hier hoch. Und dann probieren wir mal von oben rauf zu fliegen, rauf zu springen. Und ich hoffe, dass das was bringt. Es gibt nämlich wieder so ein paar Special-Pferde. Das gab es ja in Breath of the Wild auch. Ich weiß nur gar nicht, ob man es registrieren kann. Vielleicht hoffe ich. Okay, ich weiß nicht, ob da was drauf ist. Ist mir jetzt auch egal. Wir holen uns das Pferd. Das ist mein Plan. Oh, da drüben sind Karotten. Ja, brauche ich Karotten für das Pferd? Mal abgesehen davon, dass hier ein Krog ist. Ein schönes Pferd. Das ist gar nicht so ganz weiß, ne? Es ist so leicht beige, würde ich sagen. Mit seiner orangen Mähne. Ah, gelb. Ach, cool. Das ist aber echt groß. Es gab beim letzten Mal ja auch so ein großes Pferd. Das war ja aber, glaube ich, das von Ganondorf, das Pferd. Gab es so einen weißen Schimmel von Zelda, das weiß ich noch. Aber das hier... gab es, glaube ich, letztes Mal noch nicht, oder? So, wir bringen es auf jeden Fall jetzt mal noch zurück zum Stall. Ich muss mir aber merken, dass da hinten noch ein Krog war. Den würde ich mir nämlich auch noch gerne holen. Das war noch so ein komisches Loch. Alter. Warum kam da jetzt gerade so schöne Musik? Aber es lässt sich halt noch nicht gut steuern, das ist das Problem. Es ist noch ein bisschen wild. Deswegen nehme ich auch den langen Weg. Darum ist ein Typ mit seinem Schild. Können wir das abgeben? Nein, 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 falsche. Ich habe die falsche Schultertaste gedrückt. Was für ein prächtiges Pferd. Möchtest du es registrieren? Sehr gerne. Es hat eine Stärke. Ungestüm, natürlich, super. Aber, ja. Das ist wieder so eine große Frage. Wie nennen wir dieses Pferd? Das ist nämlich... wie nennen wir das Pferd? Irgendwas. Es ist ein ziemlich großes Pferd. Big Daddy. Ich weiß aber nicht, ob es ein männliches Pferd ist oder ein weibliches. Wir können es Ganondorf nennen. Also, so viele Buchstaben haben wir, glaube ich, nicht über. Hat so eine Orange. Ich bin da mal ganz einfallsreich. Steckt er mir sogar schon vor. Ist ja cool. Ich bin jetzt einfach Orange. Keine Ahnung. Können wir die Pferde später umbenennen? Ich glaube, ich habe jetzt. Hat so eine Orange. Oder warte mal. So eine goldene Mähne, ne? Wir nennen es. Es ist so eine Mischung. Und ist einfach Gold. Nein, nein. Ah, ich wollte vorne behalten. Ah.
Irgendwie hat jedes Pferd, was ich so bekomme, außer diese ganz normalen 0815 Pferde, keinerlei Zaumzeug, keinerlei Sachen, wo man irgendwas machen kann. Also es hat ja hier was, aber man kann da nichts ranhängen oder ähnliches. Ja, aber es ist halt einfach, das Pferd ist halt mega stark, ne? Aber es ist halt so relativ schwach. Deswegen würde ich halt sagen, dass wir Epona mitnehmen. Epona ist halt erstmal ruhiger. Es reißt uns nicht so extrem aus. Und es hat halt alle Werte eigentlich auf höchsten. Deswegen. Das ist es halt. Wir müssen nachts gehen. Er wollte mit uns irgendwo hin, ne? Ich weiß aber nicht mehr wo. Kommen wir hier hinten lang? Weiß nicht, ob wir da mit dem Pöner langkommen. Nein, okay, dann müssen wir da halt mal so zu Fuß nochmal hin. Ja, also wenn ich weiß, wo der Grog ist, dann würde ich mir den schon gerne nochmal schnell holen. Daneben war ja auch noch so ein komisches Loch. Ich wusste halt nur nicht, ob das Pferd abhaut, wenn ich da oben erstmal rumtoure, ne? Deswegen haben wir uns erst das Pferd geholt. Dann. Oh, eine Party. Lasst euch nicht stören. Joe, kletter mal hier hoch. Das finde ich halt immer noch ein bisschen komisch, dass diese. Du kannst sie schieben. Du kannst sie einfach schieben. Kann ich dir den Abgrund runterschieben? Ja, moin. Okay, bringt nicht viel. Der ist, glaube ich, schon platt. Jo. Sehr lustig. Genau. Dann können wir uns da mal eben den Krog noch holen. Das fährt jetzt eigentlich nochmal da? Nee, ne? Das ist nur einmalig. Ach, jetzt, ja, jetzt müssen wir nämlich hier mal hin und her touren. Das war nämlich das, was ich mir gedacht habe. Da. Ach, ging auch relativ schnell. Uhu, da habe ich mich gefunden. So, wir müssen nämlich unbedingt auch mal unsere Rucksäcke noch weiter upgraden. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch machen können. Das ist, glaube ich, nicht mehr so extrem. Was ist das denn da unter Wasser? Eine schöne Pflanzen hier. Die da unter Wasser wachsen. Kann man die fotografieren? Nee, ne? Nein. Das nicht. So, jetzt gehe ich nochmal kurz gucken, was das mit diesem einen Stein da drüben auf sich hat. Ja, den Typen da hinten. Kann mir das mal markieren? Glaube ich, hier war das. Da. Da ist hier so ein, Typ. Das ist einfach das Typ-Symbol von mir. Ja, wobei hier ist der, links ist der Höhleneingang. Da drüben ist der Brunnen. Ich vermute mal, dass wir hier einfach in diese Höhle kommen, in der wir schon drin waren. Weil, das sieht für mich. Okay, es ist kein. Doch! Es ist wirklich ein Krog-Rätsel. Ach, okay. Ach, okay, das ist gar kein Höhleneingang. Es ist einfach nur ein Krog. Aber lustig, das Rätsel kannte ich noch gar nicht. Das habe ich jetzt das erste Mal gehabt. Ach, supi. Dann haben wir hier nochmal zwei Krogs. Ja. So, jetzt porten wir uns mal hier zu dem Stall.
Denn wir können, glaube ich, uns die zweite Fee jetzt holen. Und wir können uns sogar, wenn ich es richtig sehe, sogar wieder den letzten Ausdauercontainer holen, ne? Also jetzt nicht unbedingt hier, weil beim Stall gibt es das leider nicht. Aber... So, wo ist das? Ah, jetzt ist er wieder hier. Oh, mein reichender Freund. Sieh nur, nein, hör nur. Fane ist wieder da. Das Ensemble hat seinen Flötenspieler Fane wieder. Wer hätte gedacht, dass es die Liebe war, die Fane von uns weggelockt hat. Romantisch, romantissimo. Und beneidenswert. Wie dem auch sei. Im Einklang mit Fanes fröhlicher Flöte wird das Ensemble zügellos ganz große Töne spucken. Ach, was plaudere ich hier wieder ganz, Herrn. Aber ich bin einfach so froh. Übrigens, machst du dir Sorgen um die große Fee, mein reisender Freund? Ja. Huch, habe ich mich vertan? Bist du nicht hier am Stall der Ebene, um den Weg zur großen Fee Kaiser? 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 Kaiser anzutreten. Die große Fee, die in der Nähe wohnt, hat schon lange nicht mehr die Nase aus ihrer Blütenknospe gesteckt. Bestimmt ist es wie mit der großen Fee am Stall des Waldes und sie hat einfach zu viel Angst, um sich zu zeigen. Die hiesige große Fee war ganz verliebt in den Klang von Fanes Flötenspiel. Daher wäre es das Beste, einfach hinzureisen und Fane was auf seiner Flöte spielen zu lassen. Aber es sind Felsbrocken vom Himmel gefallen und haben den Weg versperrt. Wir sind extra hochgefahren, um zu sehen, ob man nicht trotzdem irgendwie zu ihr kommt. Aber keine Chance. Bei dem Geröll kommt kein Pferd durch. Versuch macht klug, sagt man ja. Aber unser war eher unklug. Ah. Ich hab eine Idee. Denn dank des steinigen Weges ist unser armer Allegro jetzt wieder hinüber. Der Allegro ist ein vollwertiges Mitglied unseres Ensembles. Ohne ihn klingt unsere Musik banal. Banalissimo. Unser Flötenspieler Fane ist jetzt wieder hier und das ist auch wunderbar. Nur ich mache mir Sorgen wegen der großen Fee. Ich könnte nie und nimmer einen Auftritt über die Bühne kriegen. Hören wir hier die Räder? Ich kann nicht in die Räder klauen und kann die Räder einfach mal. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig, ne? Wobei ich hätte auch einfach schlauerweise den Wagen darauf platzieren müssen, oder? Das ist halt echt doof mit denen, das tut dir das nicht. Das passt so gar nicht. Ah, der verbindet das halt so doof. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist das so rum. Kann auch einfach den Wagen darauf platzieren, oder nicht? Ist das nicht sogar besser? Ja. Irritiert mich gerade mit ihrem. Nein. Nicht mit dem Wagen verbinden. Nicht mit dem Rad verbinden. Nein. Nein. Vergiss immer, dass ich dann alles auseinandernehme. Wenn ich das mache. Das ist doch hier wieder Katastrophe. Ich habe hier leider nichts, wo ich das raufstellen kann, oder? Normalerweise wäre es halt praktischer, wenn ich da irgendwas hätte. Aber der will immer den Reifen damit verbinden. Das will ich doch aber gar nicht. Ich will doch Achse damit verbinden. So. Muss ich ja nicht.
So, jetzt geht's. Die mit ihrem... So. Ich den Wagen da jetzt einfach rauf. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir dürfen die große Fee nicht einfach am Stich lassen. Rin ist wieder bei uns. Ich fahr euch. Hütte hin, Trommel her. Diese Worte sind wahre Musik in meinen Ohren. Leute, ab mit euch an Bord. Sonst überlegt er sich's noch. Okay, es ist halt auch einfach... Ja, okay, mein... Okay, meine Räder sind leider ein bisschen dumm platziert, glaube ich. Das eine Rad ist ein bisschen... Nee, man kommt da trotzdem nicht gut hoch. Man da irgendwie außenrum besser hoch? Ah. Die Räder greifen nicht. Rutscher halt ziemlich, das ist das Problem. Ich bräuchte halt irgendeinen Antrieb. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich kam nicht. Ich weiß nicht, ob ich das eine Rad halt wirklich zu weit außen hatte. Ob er deswegen wenig Grip hatte. Aber eigentlich. Ja, lol. Ach nee, ich wollte gerade sagen, jetzt hat er mir das wieder besser zusammengebaut. Aber nee, hat er gar nicht. So, jetzt dürfte es. Die Räder sind ja auch alle richtig rum, ne? Ja. Nicht, dass ich ein Rad in die gegengesetzte Richtung. So, dann müssen wir die halt nochmal fahren. Ja, ja. Warte mal. Oh, ich bin auch dumm, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das geht hier nur so steil hoch, aber ja, nee. Wir müssen hier lang fahren. Das ist nämlich das. Wir müssen hier rüber. Aber hier geht es nämlich links hoch. Ich dachte, das geht da komplett hoch. Ah, nee, hier kommen wir easy lang. Große Fee, wir sind da. Bitte die Feenohren spitzen und gut zuhören. Ja, jetzt spielen wir. Das ist, glaube ich, auch, je nachdem, welche Fee man zuerst macht und welche man als letztes macht, ne, ist das Orchester ja immer schon unterschiedlich voll. Ich glaube, das haben die halt wirklich in mehreren Varianten eingespielt und so. Glitzert. Ja, sich immer freut. Nein, schau doch, schau, die große Fee ist wieder da. Irre, wie sie glitzert und strahlt. Noch einmal tausend Dank. Deine Belohnung liegt mir so schwer in der Tasche. Ich muss meine Hose mit beiden Händen oben halten. Nimm deinen Lohn, also besser schnell an dich. Hier, bitteschön. Ja, ich glaube, das will ich gar nicht
sehen, wenn seine Hose runterrutscht da. ja, der liebe Kaiser geht es wieder wunderbar. Wunderbarissimo. Aber leider war sie nicht die letzte große Fee, die sich in ihre Knospe zurückgezogen hatte. Doch es wäre gelacht, wenn wir nicht auch die nächsten aufheitern könnten. Weiter geht die Reise. Verehrter Reisender, vielen Dank. Zu. Hast du die Musikanten zu mir gebracht? Ja, ich war zwar lange in meiner Knospe verschwunden, aber einem wie dich durchschaue ich noch allemal. Sag mal, Süßer, soll ich dich zum Dank auf deiner Reise begleiten? Ich mache nur Spaß, aber du bist wirklich niedlich, wenn du so verlegen bist. Aber mehr ernst, mein Süßer, lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Wenn du passende Materialien hast, kann ich deine Kleidung verstärken. Also zeig mal, was du in der Tasche hast. Meine Kraft reicht im Moment aus, um deine Kleidung ein gutes Stück zu verstärken. So, dann können wir... Ja, jetzt können wir das hier nämlich weiter... Boah, die haben schon immer so viel gefarmt unterwegs, ne? Aber ich habe trotzdem nicht die Materialien. Nicht, das reicht gerade mal, um einen Teil zu upgraden, aber es bringt auf 12. Wenn ich überlege, dass das meiste hier gerade mal so 5 hat bei mir, ne? Das trage ich relativ oft. Auch gerade, weil wir noch ins Schneegebiet müssen. Ich habe leider das letzte Teil davon noch nicht gekauft. Fällt mir gerade so ein. Das müssten wir vielleicht dann auch nochmal kaufen. Ich habe leider nicht das ganze Set, das ist das Problem. Ich weiß halt nicht, ob mein ganzes Set... Kraft der Fee reicht nicht aus, okay. Das hier würde ich halt gerne upgraden, weil das ist das, was wir auch so wahrscheinlich relativ viel... Wie viel brauche ich Düsterwürmchen? Können wir auch schon immer upgraden. Weil ich glaube, gerade wenn wir unten im Untergrund sind, dann wird das Traum mit. Ja, dafür haben wir nicht. Was? Die Gamma-Riesenzahn und Riesen. Oh, ach du Heilige. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das ist. Dann haben wir relativ viel Ausdauer und so. Okay, jetzt geht's erstmal. Wir haben auch nur 2 Teile von der Leuchtrüstung bisher, ne? Macht auch keinen Sinn. Weil wenn die echt noch Special-Effekte bringen, wenn man davon mehrere auf höherer Stufe hat, dann wäre das, glaube ich, ziemlich nice. So, da oben ist noch ein Brunnen, habe ich gerade gesehen. Den würde ich mir gerne auch nochmal schnell holen, weil es gibt ja immer noch diese vom Brunnen-Fanclub. Wir sind ja erster Vorsitzender im Brunnen-Fanclub. Ist ja alles abgebrannt. Okay, da ist wieder so eine Patrouille unterwegs. Die haben hier diese Schleim auf dem Rücken. Und ab in den Brunnen. Nicht, was das für ein Brunnen ist. Hier ist irgendwie nur ganz viel Feuerfrüchte. Ach, das ist wieder hier so ein Brunnen von dem einen Koch, glaube ich, ne? Die Wüste. Eine harsche Umgebung mit starken Temperaturschwankungen. Ein Ort des Todes? Keineswegs. In der Wüste blüht das Leben auf. Sie sprudelt vor Energie, die der geneigten Reisende hier neu tanken kann. In der glühenden Hitze der Wüste aß ich meine erste Feuerfrucht. Ich fühlte mich gestärkt und konnte es danach leicht mit Monstern aufnehmen, denen ich vorher kaum gewachsen war. Allerdings machte mir dann die Hitze einen Strich durch die Rechnung und ich brach zusammen. War kein Schutz.
Stärkt also bietet aber keinen Schutz vor der Hitze. Ah. Okay, das sind immer so Orte, wo der Chefkoch einem so ein bisschen Hinweise gibt oder so. Ja, okay. Gut, dann haben wir einen neuen Brunnen gefunden.